In der heutigen Welt ist es notwendig, Zugriff auf IT-Systeme und auf das Internet zu haben. Das gilt für Menschen in den westlichen Industrienationen genauso wie für Menschen in Entwicklungsländern. Linux und KDE bieten genau diese Software, genau diesen Zugriff, und es wird nicht von Unternehmen wie Microsoft kontrolliert. Das heißt, es ist frei verfügbar, jeder kann schauen, was genau mit seinen Daten passiert. Es ist kostenlos. KDE wird momentan von einer Entwickler-Community von über 1000 Entwicklern weltweit fortgeführt und geleitet. Und es macht einfach Spaß, mitzuarbeiten. Und so kann man das Nützliche mit dem Angenehmen sehr schön verbinden. Für mich ist KMail eines der wichtigsten KDE-Programme, da es ein sehr leistungsfähiges Mail-Programm ist, was im Büroalltag natürlich essentiell ist, dass man alle wichtigen Features zur Verfügung hat, dass es gut zu bedienen ist. Dann K-Office ist eine Office-Suite, was Tabellenkalkulationen, Textverarbeitung, alle weiteren Aufgaben, die man so hat, abdeckt. Dann an erster Stelle natürlich auch Conqueror, ist ein Webbrowser, der den Zugriff auf das Internet ermöglicht, ein sehr leistungsfähiges Tool, bietet zum Beispiel auch die technologische Basis für den Safari-Browser, den man vom Apple-Betriebssystem vielleicht kennt, als auch im iPhone wird es verwendet, oder es ist auch die technologische Basis für den Browser in aktuellen Nokia-Telefonen. In der Vergangenheit wurden Linux-Anwendungen in der Regel von Entwicklern für Entwickler geschrieben. Das heißt, es gab Defizite in der Ästhetik oder in der Usability. Da wird KDE 4.0, was im Januar erscheinen wird, sicherlich ein Meilenstein sein. Das ist eine sehr konsistente, sehr elegant zu bedienende Benutzeroberfläche, die sicherlich die Verbreitung weiter fördern wird. Ansonsten sind natürlich immer mehr User und Entwickler notwendig. Da bietet mein Unternehmen Hive4One verschiedene Community-Plattformen, verschiedene Web 2.0-Anwendungen an, die User und Entwickler im Internet zusammenbringen, Kommunikationsmöglichkeiten bieten und so die Verbreitung auf dem Desktop und auf der Serverseite natürlich genauso fördern.